Ja, hallo, ich bin der Carsten von Session Music und ich zeige euch heute das kürzlich eingetroffene P95 von Yamaha, der Nachfolger des sehr gut eingeführten P85. Und in der Tat sieht man auch erstmal augenscheinlich keinen Unterschied. Die Bedienelemente sind die gleichen geblieben, die Ausstattung, die Farbe sind die gleichen geblieben. Der Teufel steckt sozusagen im Detail, was die Änderungen angeht. Ich kann sie kurz aufzählen, weil sie sind nicht sehr vielfältig. Wir haben einmal neu die GHS-Standardtastatur, nicht überarbeitet, dafür jetzt aber mit mattschwarzem Oberfläche auf den, Black Keys, das heißt ein bisschen edler im Look. Dann haben wir zusätzlich hier bekommen eine neue Jazzorgel, die ist zwar im alten auch drin, aber jetzt mit neuem Sound. Die hören wir uns gerade mal an. Also die neue Jazzorgel. Außerdem neu im Soundsortiment ist ein Chorsound, der etwas aufgepeppt wurde. Klingt jetzt so. Und verbessert wurden außerdem noch die Lautsprecher, die jetzt ein kleines bisschen voller klingen, natürlich immer in den physikalischen Grenzen der Größe des Gehäuses. Also man darf natürlich hier nicht erwarten, dass es klingt wie ein großes Standgerät, aber was aus den kleinen Speakern rauskommt, reicht schon allemal für eine Probe. Und das war es auch schon, was jetzt verbessert wurde. Ein kleines Detail gibt es noch unten, das zeige ich euch jetzt nicht, aber das könnt ihr mir glauben. Nämlich wurde da an der Unterseite etwas variiert, sodass man das Gerät jetzt auch auf den herkömmlichen X-Ständer stellen kann. Man braucht also keinen teuren Keyboard-Tisch mehr kaufen, denn das Gerät ist ja leicht und somit auch auf einem X-Ständer problemlos zu handeln. So, was gibt es noch dazu zu sagen? Wir haben im Prinzip die Möglichkeit, die Sounds übereinander zu schichten, indem ich einfach beide Knöpfe der Sounds, die ich haben möchte, gleichzeitig drücke. Jetzt haben wir ein Grand Piano mit Strings und jetzt, wenn wir das uns anhören. Hören wir also die Streicher zum Klavier. Es ist ganz einfach zu bedienen. Ich drücke einfach beide Taster gleichzeitig. So kann ich zwei beliebige Sounds aus dem Repertoire einfach layern, heißt es, also übereinander legen. Obligatorisch auch ist natürlich der MIDI-Anschluss bei dem Gerät, der befindet sich hinten. Plus natürlich eine Metronomfunktion, die mir erlaubt, in verschiedenen Taktarten, die Sie hier sehen, also von angefangen ohne irgendeinen Taktart, das heißt, das Gerät klickt einfach nur über verschiedene Taktmetren bis hin zum Sechsvierteltakt, eine Takteinstellung vorzunehmen. Das Tempo funktioniert dann hier über diese numerische Tastatur, wo ich einfach dann über eine Tastaturkombination das gewünschte Tempo einstellen kann. Tja, und das war es im Prinzip auch schon alles, was zum P95 zu sagen gibt. Bewährt, wie gesagt, super anzuwenden für transportable Geschichten in kleinen Kirchen oder in der Bandprobe. Mal einfach mitzunehmen, auch im Musikunterricht. Sicherlich das richtige Klientel für das Instrument. Und zum Abschluss zeige ich euch einfach noch ein paar Sounds, damit ihr nochmal ein paar Klangbeispiele habt. Ja, das war das P95 von Yamaha. Habt viel Spaß damit. Außerdem bei uns natürlich ganz wichtig die 33 Tage Geld-Zurück-Garantie und ein Umtauschrecht von 66 Tagen. Und das Gerät gibt es außerdem noch in Silber. Also was will man mehr? Holt es euch und bis bald.